Griff. So, einen haben wir noch. Viertligist Jena erwartet die, ja, wie soll man das ausdrücken, die Unverwüstlichen. Also HSV, das ist ja mittlerweile sowas wie ein Synonym für unglaubliches Glück. So nach dem Motto, wie geht's dir heute? Ach, mir geht's super, ich hab HSV. Aber allein auf dieses Glück will man sich bei den Hamburgern auch nicht mehr verlassen. Deswegen haben die großen Aufräumarbeiten mittlerweile begonnen. Unter anderem Rafael van der Vaart und Heiko Westermann, die beiden Ex-Kapitäne, beide jetzt bei Betis Sevilla. Und dann ist da ja noch Marcel Janssen, einer derjenigen, der dann aufgehört hat gänzlich. Dafür sind ein paar neue gekommen. Unter anderem der Schwede Albin Ekdal oder Sven Chiplock von der TSG Hoffenheim und Emir Spahic. Der soll die Führungspersönlichkeit sein. Das ist der Mann, der bei Bayer Leverkusen vor kurzem gerade aussortiert wurde, weil es eine Prügelattacke gegen einen Ordner von Bayer Leverkusen gegeben hat. Diese Verpflichtung zeigt eigentlich zweierlei. Einmal, dass Bruno Labbadia fußballerisch einen Mann wie ihn unbedingt braucht und dass er moralisch fest davon ausgeht, dass Emir Spahic geläutert ist. Alles Weitere von diesem Spiel jetzt aus Jena. Diese Qualität zu diesem Preis hätte der HSV von niemand anderem bekommen als von Emir Spahic. Dazu der positive Eindruck aus vielen persönlichen Gesprächen. Das, glaubt man beim HSV, ist ein ganz Lieber geworden. Bruno Labbadia jedenfalls fühlt sich schon jetzt bestätigt. Spahic, eine gute Entscheidung. Ich höre immer HSV. Jenas Aufsichtsratschef Töpel, auch wir waren im Europapokalfinale. Töpel kündigt Veit bis zum letzten Schweißtropfen an und lebt das auf der Tribüne schon mal vor. Der neue HSV-Kapitän Giroud verletzte sich beim Aufwärmen. Kleber für ihn im Spiel, hier am Ball. 14. Minute, Kleber auf Spahic, aber Eckert aggressiv dazwischen. Jener mutig mit Schweiß auf der Stirn. Taktisches Foul von Emir Spahic. Mit Gelb ging's los für ihn im HSV-Trikot. Innenverteidiger Gerlach rückt ran. Ein bisschen vorwitzig, dieser Justin Gerlach, 25 Jahre alt, 3 Tore in seiner gesamten Karriere. Mehr als Regionalliga hat der nie gespielt. Sein Gegner im HSV-Tor heißt René Adler. 13 Länderspiele, Labbadias alte und neue Nummer 1. Bei dieser Konstellation stellt der HSV nicht mal eine Mauer. Irgendwie logisch. Na dann bitte Jena. Dann bitte Justin Gerlach. Wahnsinn! 1:0, Jena explodiert. Wie hatte Töpel gesagt? Ich höre immer HSV. Hier kommt Justin Gerlach. Und der weiß, wie Pokalsensationen funktionieren. 4:0 hat er einst mit dem Berliner AK gegen den Bundesligisten Hoffenheim gewonnen. Selbst getroffen, jetzt gegen den HSV. Viel Verkehr vor Adler. Das irritiert natürlich. Und beim HSV kann keiner richtig umgehen mit diesem Freistoß. Rechts Sakai, vom VfB Stuttgart gekommen. Wie macht ihr das hier jetzt? Mauer oder doch nicht Mauer? Bis zuletzt stehen die Hamburger unsortiert nebeneinander. Und dann kommt eben der Gerlach. Ein Tor, das so niemals fallen darf, aus 34 Metern. Auch, dass Emir Spahic am Ende noch ein bisschen hier rechts den Fuß hebt, irritiert Adler. Bruno Labbadia aus dem Relegationsmatch der letzten beiden Jahre kann es doch eigentlich nur nach oben gehen, kann aber auch so weitergehen. Sein Kollege Volkan Uluc hat den HSV beim 2:1 gegen Hellas Verona in der Vorbereitung beobachtet. Ein akribischer Arbeiter, kein Lautsprecher, einer, den sie in Jena gebraucht haben. . 33. Minute, Freistoß HSV, Holtby. Jena stellt eine Mauer, Entfernung natürlich auch kürzer. Holtby, Kotschor mit der Doppelfaust, Spahic und kein Tor. Starke rettet. Kotschor schon geschlagen. Starke und Eismann auf der Linie. Kotschor knuddelt den Eismann ab. Der weiß gar nicht warum, denn Starke war zuletzt mit dem Kopf dran. Ist aber auch ganz egal. Jena führt weiter.
Bruno Labbadia. Die letzten 6 Wochen der letzten Saison waren die aufregendsten seiner Karriere, sagt er selbst. Hört das denn niemals auf? Zweite Hälfte beginnt schon wieder komisch. Kleber, Innenverteidiger, nimmt das Schicksal jetzt selbst in die Hand. Dribbelt los, ganz allein. Kann nicht gut gehen. Krause, Rückkehrer aus Rostock dazwischen. Und dann Jovanovic. Und sie schwärmen aus, die Weißen. Kombinierten gut. Schlägel. Und der findet dann auch noch Bär. Er war der erste Torschütze in dieser Saison in Auerbach. 13.800 Zuschauer waren erstaunt. Am Mittwoch hatte Jena hier gegen Schönberg 0:0 gespielt. Jetzt so gegen den HSV. 49. Minute Holtby und jetzt bitte volle Konzentration. Sie sind als Schiedsrichter gefragt. Aus oder nicht? Das ist jetzt die Frage hier bei Ilicevic. Spiel geht weiter. Olic ist da. Auch die Hamburger wundern sich. Tor zählt. Durch Ivica Olic, da müssen wir natürlich drüber reden. Kotscher beim Assistenten Bokop. Kein Mundgeruch, Aggressionen pur. Später gelb für Kotscher. War doch so ein Stück draußen der Ball. Und der Kotscher, der hat recht. Aber Vorwurf an Jena. Sie hatten in der Mitte aufgehört zu verteidigen. Und aus ist eben, wenn der Schiedsrichter pfeift. Olic gedanklich schneller. Bruno Labbadia. Endlich dieses unsägliche 0:1 ausgeglichen. Na bitte, wir sind schließlich der Hamburger SV. Aber Jena nicht geschockt. Die Weißen, das ist nicht Real Madrid, das ist der FC Carl Zeiss. Aber wie sie hier kombinierten. Krause. Auf Schlägel, wunderschön gespielt. Und da ist Jovanovic. Hier, der Velimir. Bester Torschütze der Jena in der letzten Saison. 15 Treffer. So einen hat man bei der Spielvorbereitung eigentlich auf dem Zettel. Aber Sie sehen gleich, Ostscholek rennt ihm hinterher. Jovanovic völlig frei. Es war kein Abseits beim Pass von Krause auf Schlägel. Tor regulär und wunderschön. Und Uluç, der Deutsch-Türke, 45 Jahre alt, verdammt kluger Kopf, seit Jahrzehnten schon Trainer. Jetzt zahlt sich alles aus. Bruno Labbadia. Muss ich denn jetzt schon wieder reagieren? Muss er. Bringt Chiplock für Ekdal. Der Chiplock hat in Hoffenheim eine überragende Torquote im DFB-Pokal. 9 Treffer in 12 Spielen. Und jetzt ist da Chiplock. Aber Kotscher und der Pfosten retten. Und Kotscher, der rüpelte jetzt gegen jeden Hamburger Angreifer. Natürlich Glück für Jena. 90. Minute, da steht Diaz. In Karlsruhe hatte der per Freistoß zum 1:1 getroffen. Diesmal ist es zu weit. Deshalb die Eingabe. Und da ist Gregoric und Kotscher. Diese Momente liebt er. In Polen geboren, in Duisburg ausgebildet, in Jena zum Flieger geworden. Rafael Kotscher gegen den für La Soga eingewechselten Gregoric. In letzter Sekunde in Karlsruhe haben sie den Bundesliga-Abstieg verhindert. Wenn der HSV etwas kann, dann ist das die letzte Sekunde. Und die steht kurz bevor. Adler im Strafraum. Ilicevic bei der Ecke. Die Spielzeit, die reguläre, ist längst abgelaufen. 4 Minuten drüber. Da ist Adler und da ist Gregoric. Und der Ausgleich. Michael Gregoric in seinem ersten Spiel für den HSV. So sind sie, die Hamburger. Wenn immer der Sensenmann die Klinge ansetzt, der HSV hat noch nie Idee, der Situation zu entkommen. 4 Jena fallen im Strafraum. Kein Pfiff. Stattdessen Gregoric aus Graz. Der jüngste Torschütze in Österreich. Mit 15 hat er da mal getroffen in der Bundesliga. Jetzt 6 Jahre später beim HSV. Sofort nach Labbadias Jubel ist dann Schluss. Und in der Verlängerung passiert mitunter wenig. So auch diesmal. Schon die 106. Minute. Da ist Kristic mit seinem langen Einwurf auf Jakob Bilic.
den kennt selbst in Jena kaum einer. Johannes und Jakob, die beiden Brüder. Hier ist Johannes, 19 Jahre alt, sein erstes Tor im Männerfußball. Das glaubt ja keiner. Das ist hier kein Computerspiel. Das ist Realität, die bittere Wahrheit für Adler und den HSV. Pieles gewinnt das Kopfballduell, ausgerechnet gegen Emir Spajic. Aber Hamburger Recht ist eben die letzte Sekunde. Alle Jener standen jetzt und zitterten und alle Hamburger hofften und rannten nach vorn. Aber dann war Schluss. Jena schlägt den großen HSV. Sie können es selbst nicht fassen und versinken im Glück. Ich meine jetzt mal ehrlich, wir spielen in der vierten Liga. Wir haben zwar einen klangvollen Namen, Karls heißt Jena, aber die Realität heißt irgendwo Schönberg und Meusewitz. Ne? Und heute haben wir gegen den HSV gespielt, ein absoluter Bundesliga-Dino, und konnten dieses Spiel gewinnen. Wir sind dreimal in Führung gegangen, haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen von diesen ganzen Entscheidungen, die da so gewesen sind. Aller Ehren wert, ein besonderer Tag nochmal. Das ist Geschichte ein Stück weit, die wir heute geschrieben haben. Und da wirst du in Jahren noch von drüber sprechen. Klar, es ist sensationell, überhaupt auch gegen den HSV zu spielen. Und dass man dann gewinnt, ist es nochmal tausendmal geiler. Sie haben gefightet bis zum letzten Schweißtropfen. Aber es war auch spielerisch ein verdienter Sieg für den Regionalligisten. Einfach verrückt. Meint Al-Ghalai und hat vollkommen recht. Gratulation, tolle Leistung von Jena. Und auf der anderen Seite bei den Hamburgern muss man jetzt feststellen, also die haben kein HSV mehr. Und damit beginnt das Zittern jetzt schon gleich von Beginn an in dieser Saison. Nochmal Al-Ghalai. Der neue HSV zeigt sein altes Gesicht. Steckt in vielen Köpfen sicherlich sowas wie, es geht schon wieder los. Produziert Ihr Kopf auch solche Gedanken? Nee, das nicht, aber das kommt natürlich von außen. Jetzt. Es passt eigentlich dazu, ne, dass es gleich abstürzt. Abgestürzt, sogar blamiert. Als hätte es die Pause nicht gegeben. Man darf nicht von peinlich reden, weil das würde die Leistung von Karls-Heinz Jena schmälern. Ich glaube, wir haben heute einfach ein gutes Spiel gemacht. Aber nichtsdestotrotz gibt es da einfach keine Ausreden. Wir dürfen als HSV hier nicht verlieren. Wenn wir nicht an der Grenze arbeiten, sind wir von der Qualität her nicht gut genug. Das haben wir immer wieder gesagt, ohne dass wir zu kritisch sind. Wenn wir natürlich meinen, wir können weniger tun, und das haben wir leider heute getan, dann reicht es auch für den Viertligisten nicht. Das ist die Erkenntnis daraus. Der neue HSV. Er wirkt ausgebrannt wie der alte. Und das nach nur einem Spiel. Tja, aber es wird nicht von draußen herangetragen. Das macht allein das Ergebnis heute deutlich, dass das so nicht geht. Carl Zeiss Jena gewinnt also mit 3:2 gegen den Hamburger Sportverein. Nöttingen unterliegt Bayern mit 1:3. Rot-Weiß Essen, Fortuna Düsseldorf, spannende Paarung nach Elfmeterschießen 1:3. Unterhaching wirft den Bundesligisten Ingolstadt raus, 2:1. Pirmasens verliert gegen Heidenheim 1:4. Der VfB Lübeck, knappe Niederlage 1:2 gegen Bundesliga-Absteiger Paderborn. Chemnitzer FC mit einem guten Spiel, aber dem 0:2 gegen Borussia Dortmund. Salmrohr verliert 0:5 gegen Bochum. Balingen 3:5 nach Elfmeterschießen und großem Kampf gegen den SV Sandhausen. Und Barmbek-Uhlenhorst mit dem 0:5 gegen den Sportclub Freiburg. Das war schon eine ganze Menge. Das war interessant. Das war frei.